Heute halten die Deutschen mal wieder Einzug bei World of Tanks und zwar in Form vom E50M, dem Tier 10 mittleren Deutschen und einer absoluten RAM-Maschine. Also wer den auf sich zufahren sieht, irgendwie kettet ihn schnell, haltet ihn an. Also wenn der nämlich rammt, dann tut's richtig weh. Gespielt von Klausen 2K aus meinem Clan. Kleine Schleichwerbung an dieser Stelle, nach wie vor Bewerbungen für Fun-Player werden gerne angenommen. Und danke an dich, Klausen, fürs Einschicken. Und hier Fischerbucht, ja, ich habe jetzt gerade an Fisherman's Friends gedacht, aber das ist wieder was anderes. Fischerbucht fährt er mit dem mittleren Panzer klassischerweise Richtung Mitte und kriegt hier sogar den ersten Gegner gleich. Und der WZ denkt sich gleich wahrscheinlich so, ach, was war das für eine Scheißidee gerade hier. Er kommt nochmal... Nein! Ich dachte, er kriegt den Kill. Aber da hat es der WZ doch nochmal geschafft, hier das Weite zu suchen. Aber so schnell zwei so unangenehme Hits zu bekommen, das tut schon auch weh. So, und jetzt hier der TVP T5051, ein... Ich wollte gerade sagen, ein sehr gern gespielter Panzer. In dem Fall war er aber wahrscheinlich von ihm nicht so gern gespielt, weil das ging verdammt schnell. Krass. So, da jetzt also E100 unten in der Stadt. Den kommt da... Scheiße. Sorry. Der war jetzt zu lustig. Also, mit dem E100. So, also er kriegt auch den Applaus von seinen Kameraden, mit dem E100 in die Stadt zu fahren. Ich muss mich kurz fangen. Krass. Also, wenn man mit dem E100 da in die Stadt fährt, denkt sich nichts Böses. Man kriegt einen Hit und hat 300 verloren, denkt sich, okay, was soll's. Und dann bekommt man so einen Hit von so einem doofen E50M und nimmt seinen 2242 Hitpoints weg. Alter Verwalter. Der tut weh. Ich liebe Munitionslagertreffer, sofern sie mich nicht selber ereilen. Dann sind sie doof, dann hasse ich sie, aber so ist lustig. Ja, ich muss gerade eine Träne aus meinem Augenwinkel wischen. Der hat mich jetzt doch zu sehr überrascht. Hier den Blindshot Richtung Objekt gesammelt. Ist er offen, muss auch ein bisschen immer aufpassen wegen Arti. Jetzt wieder ein bisschen mutiger. Fahrt jetzt hier auch da mal nach vorne durch und er fahrt in der Ego-Ansicht. Auch nicht schlecht. Da sieht man, jeder spielt so ein bisschen anders. Oh, jetzt kommt er gut auf den ES-7 drauf. Der ES-7, auf den kann er jetzt weiter schießen, weil der wird ihn nicht eigentlich großartig beachten, aber er hat jetzt hier den STB-1, der jetzt hier natürlich aufpasst. Hat er schön gemacht. Sehr schön abgewehrt. Gut gefahren. Der STB macht jetzt hier nicht so gut. Fahrt er jetzt nochmal zurück, wo er definitiv hitbarer ist. Und jetzt ist er weg. Die Stadt macht ihn erst aber da gehörig Dampf. E5, alles andere ist auch noch am Start. Ja, jetzt hat er sich gefühlt nicht entscheiden können, auf wen er gehen soll. Ja. Schieß doch! Ja. Da hat er lang gewartet und gezögert, aber am Schluss hat er ihn zerstört. Sehr fein. Die 1er-2er-Linie, die fällt gerade ganz stark. Also da muss er jetzt da zurückarbeiten und wirken. Die fahren jetzt auch gleich so Richtung Cap. Es wird auch schon geschrieben, Cap. Da ist die Arti offen. Aber die verdrückt sich auch gerade. Und jetzt kann ich aus der Mitte wirken.
Sehr schön. Man hat auch hier wieder mal gesehen, einfach die schnelle Fluggeschwindigkeit. Das ist einfach bei den meisten mittleren Panzern sehr angenehm. Im Gegenzug zu vielen schweren Panzern, da wo die deutlich konischer und träger und langsamer einfach ist, die Fluggeschwindigkeit. Er hat noch seine ganzen Hitpoints und schon 5137 Schaden gemacht. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. So, und er will jetzt hier weiter aufdecken. In dem Fall... Oh, er prallt am Helm, am Patten ab. Das gibt's doch gar nicht, du. So. Er kommt jetzt, kriegt jetzt hier kein Ziel gerade. Aber Objekt ist mal zerstört. Der ST jetzt in seiner Basis. Wollen sie doch nicht wirklich durchkappen, oder? Schöner Hit. T-54. Wie gesagt, er kann jetzt im Zweifel auch ein bisschen was riskieren. Er hat noch so viele Hitpoints. Da der Patton, der jetzt schießt. Auch der bekommt noch mal eine mit. Und Trauben, noch mal ein schöner Treffer. So, und jetzt nimmt er den wohl raus. Ja, genau das, was ich meinte. Ein einfaches Ram-Monster. So, jetzt rückt er in den Fokus. Aber hat sogar hier auch wieder abprallen können. Also man sieht schon, der Panzer, der kann einfach was. So, jetzt wird hier echt wohl durchgekappt. Schade, schade für ihn. Der wäre sogar noch mehr drin gewesen. Aber 6710 Schaden ist aller Ehren wert. 1810 hat er geblockt. 1500 hat er nochmal unterstützt. War wirklich eine geile Runde. Und wie gesagt, für mich dieses Munitionslager ganz klares Sahnehäubchen. Ich hoffe, euch hat es ähnlich gut gefallen, auch wenn der Fokus diesmal vielleicht nicht so stark auf dem Gameplay lag, sondern ich ein bisschen lachen musste. Hoffe, es war unterhaltsam. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.